Kommen wir zum nächsten Punkt. Die letzte Aufgabe. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Baba Yaga, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Okay. Das ist nicht meiner. Das müsste meiner sein. Und... Ey, mich hier nicht angreifen. Wer ist jetzt stärker? Wir müssten jetzt Feuer kriegen, um... Eis gegen Eis ist wohl das gleiche. Feuer gegen Blitz ist so ziemlich egal. Jetzt Blitz gegen Blitz. Eis, jetzt wäre wieder Feuer gut, jetzt kriegen wir bestimmt Eis. Eure Kreatur scheint sich nicht besser zu schlagen als vorher. Ich glaube, ihr zielt nicht richtig. Feuer gegen Feuer. Aua. Blitz. Ach, und er wird Feuer. Kann ich jetzt den anderen? Nee, den kann ich glaube ich nicht. Nee. Jetzt Blitz, Blitz. Feuer, Feuer. Bin ich doof? Flammendiener. Frostdiener und... Jetzt ist die Frage, jetzt wäre Feuer gut. Ja, ja, jetzt los. Brenn ihn an. Ja, und jetzt? Kann ich da reinspringen? Nö. Rüberkommen kann ich auch nicht. Ich mach mal weiter. Irgendwann werde ich schon das Richtige gemacht haben. Jetzt ist wieder Feuer. Los, fackel ihn an. Also gegen Feuer, gegen Eis müsste ich mich doch mit Feuer gut wehren können. Und dann nimmt er Blitz. Würde er jetzt da gefälligst weggehen, könnte ich mich auch darum kümmern. Ah, geht aus der Ecke raus. Los. Stirb. Jetzt. So, mach Feuer. Verbrenne ihn. Los. Irgendwie habe ich, glaube ich, das Prinzip dieses Spiels noch nicht ganz verstanden.
Irgendwie mache ich keinen Schaden, aber... Soll ich mich vielleicht da hinsetzen? Glaube ich nicht. Oh, drück ihn da doch nicht so in die Ecke, meinen... Ja, toll, super. Ich kann doch nicht springen mit dem Teil. Ja, das hat ja super funktioniert. Ja. Ja, ist er da gerade? Nee, ist er nicht. Ja, ich glaube, letztes Mal, wo ich das für mich gespielt habe, habe ich auch irrsinnig lange an diesem Spiel gehangen, weil ich habe nicht verstanden, was man hier machen soll. Also man soll den anderen besiegen, das habe ich jetzt verstanden, aber... Was sind die Kriterien, womit besiege ich ihn? Also müsste ja eigentlich Schaden machen, wenn ich mit Feuer auf Wasser kämpfe. Oder auf Eis. Und jetzt, so wie es aussieht, wird meiner sowieso da in die Ecke gedrängt. Ja, ich glaube, ich hätte eine Möglichkeit, hier rauszukommen, weil sonst muss ich das ganze Level hier neu starten. Ach, das, sowas ist immer ärgerlich. Ich probiere das mal eben aus. Das ist zwar Cheaten, aber... Es war doch, ja. So, dass ich wenigstens an den... Ich muss ja nur an den Rand kommen hier. So, und jetzt kann ich auch sofort wieder zurück machen, dass ich hier wieder zurück... gehe, aber anders würde ich hier noch Jahre an weitermachen müssen. Ich muss doch einfach nur immer ein höher sein, oder? So, jetzt ist er ein... Oder? Keine Ahnung. Weil er geht ja immer ein... Oh, das ist nicht deren Ernst hier, oder? So, jetzt... Schaden gemacht. Habe ich das gerade richtig gesehen? Na. Und wenn... Jetzt kriegt er Schaden. Jetzt müsste er wieder Schaden kriegen. Bloß nie so viel Schaden, dass... Das seht ihr... Jetzt ist er aber schon wieder ein anderer. So, wenn ich jetzt so mache. So, jetzt müsste er ja Schaden machen. Auch nicht wirklich. Der kriegt keinen Schaden. Also, jetzt drängen die da bloß nicht wieder in die Ecke. Es sieht nicht gut aus. Ja. Ah. Oh. Oh, das wollte ich nicht. Wie gesagt, irgendwie habe ich... Ich habe jetzt gesehen, wie er Schaden kriegt, aber... Ja gut, in der Ecke ist auch irgendwie Kacke.
Los, mal Schaden, los, mal Schaden, los, mal Schaden, los, mal Schaden. So, jetzt kann er wieder Schaden machen. Aber nie so viel. Und er springt auch, wenn die das hier machen, springt er auch gleich zwei weiter, so wie es aussieht. Jetzt kriegt wer Schaden? Denn so, jetzt müsste er wieder Schaden kriegen, aber er ist ja sofort wieder weg, also. Ja, jetzt ist er sofort. Er ist ja zwei Stufen höher gegangen. Und jetzt gehe ich eine höher. Lass ihn hier. Ja, da macht er auch keinen Schaden, komischerweise. Ich glaube, nur in bestimmten Kombinationen macht er Schaden. In dieser hier, so wie es aussah. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Ist das. Ja, und schon wieder gewechselt. Irgendwie will das Spielprinzip mich nicht. Verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt mal nochmal gucke, lese. Bla 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 bla. Benutze den. Ja, da steht auch nichts Genaues. Jetzt ist der ja eine Stufe höher. So, wenn ich jetzt. Macht der jetzt so mehr Schaden? Macht er jetzt Schaden so? Nö. Jetzt ist er wieder eine Stufe höher. Jetzt müsste ich ja wieder Feuer theoretisch nehmen. Jetzt nimmt er Feuer und müsste mir Schaden machen. Ich blick das noch nicht so ganz. Ja, jetzt geht er ja sofort ein höher. Keine Chance, keine Chance, keine Chance. So, jetzt greif ihn an, mach ihn fertig, er brennt. Müsste jetzt eigentlich mich angreifen. Einwechseln. Eis macht. Kein Schaden. Oh ne, das ist meiner. Kann das sein, dass die jetzt. Dass er jetzt Schaden macht? Jetzt nicht. Alles. Heilung. Die haben sich doch gerade geheilt. Gab's dafür einen Grund? Doch, jetzt hat er so geleuchtet. Ist das das Zeichen, dass er. Ja. Ich guck nochmal. Ich. Ach, das ist gar nicht meiner. Das ist meiner. Echt? Ach so. Ich war die ganze Zeit der Meinung, das wäre meiner gewesen. Ich raff das nicht, ganz ehrlich. Deswegen
war auch meiner, der immer hier eingesteckt hat. Also ich probiere jetzt immer das Gleiche, weil ich sehe keine andere Möglichkeit hier, was es... Ja, und er wechselt sofort. Ich nicht verstehen. Das müsst ihr mir erklären, ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss hier das Let's Play so abbrechen, nicht? Also, jetzt gucken, was ich hier machen muss. Weil das geht ja nie so weit, dass er hier... Und jetzt ist er sofort wieder... Anderes. Aber ich kann ja selber auch nicht sterben, dann ist das ja irgendwie ein bisschen hirnrissig. Ich müsste ja dann auch irgendwann mal sterben können. So, jetzt ist er auch schon wieder Feuer. Irgendwann hat er hier mal Schaden gemacht. Jetzt. Pelagius. Und wechselt. Und nichts Pelagius mehr. Feuer macht auch keinen Schaden. Ich schätze mal, er muss den... Ja, los, greif an. Nee, der macht auch keinen Schaden. Was wirkt denn gegen Eis gegen Eis nicht? Feuer gegen Feuer, da würde jetzt... Das würde jetzt Schaden machen. Aber er wird bestimmt sofort wieder wechseln. Keine Ahnung. Keine Idee. Da müsst ihr mir mal in den Comments ein paar Tipps geben, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich schaffe ich es dann. Und bis dahin. Und tschüss. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn das hier irgendwie nicht klappen will. Ja, damit sage ich zum 6. Mal tschüss.